Herzlich willkommen zu Einfach nur Rohstoffe. Ich bin der Cornel und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Mir bleibt natürlich nicht verborgen, dass die Uran-Videos bei euch ganz gut ankommen. Deswegen heute nochmal was zum Thema Uran. Ganz konkret zum Thema Uran in Namibia. Ich möchte ein bisschen auf die Situation dort eingehen, was zu Namibia ein bisschen was erzählen und danach auf 5 Unternehmen eingehen, in die wir investieren können, die alle in Namibia nach Uran suchen bzw. dort Uran abbauen. Aber alles Weitere jetzt im Video. Uranminen in Namibia. Wo befinden wir uns denn? Also hier unten rechts sehen wir den afrikanischen Kontinent. Und wer sich auch ein bisschen in der Geschichte Deutschlands auskennt, das war mal früher Deutsch-Südwestafrika, nämlich heute Namibia. Die Hauptstadt Windhoek liegt ziemlich zentral und wir befinden uns hier am Pazifik in der Region Erongo. Und genau hier in dieser Region hat man schon, ja, ich glaube, in den 1920ern das erste Uran gefunden. Letztendlich abbauen tut man es erst seit den 1970ern. Es gibt zwei richtig große Minen. Das ist die Rössing-Mine und die Husab-Mine. Die sind noch beide in Produktion. Dazu noch die Langer Heinrich-Mine. Die ist in Care and Maintenance. Sowie die Trekkopje-Mine. Die ist ebenfalls in Care and Maintenance. Also sie ist auf Halde, weil die Preise einfach nicht hoch genug sind. Konkret zum Namibia und ihrem Uranabbau. Also Namibia steht für etwa 10% der Uranförderung derzeit und ist weltweit auf Platz 4 der Uranförderländer. Die Grade sind ziemlich gering, also sind 0,04, deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt von 0,15. Wer das Athabasca-Video gesehen hat, ich kann es nochmal verlinken, da sind die Grades bei 4%, also Faktor 100. Das ist auch ein bisschen ein Grund, weshalb die AESC, also die absoluten Kosten, verhältnismäßig hoch sind für den Abbau dort, nämlich meist über 40 Dollar pro Pfund. Grundsätzlich hat auch Namibia ein Wasserproblem. Ja, es ist ein Wüstenland. Wasser ist ein wichtiger Rohstoff oder ein sehr begehrter Rohstoff. Deswegen ist dieser ganze Minenabbau bzw. auch die Aufarbeitung des Erzes dann ja, ist sehr wasserintensiv und deswegen gibt es da ein paar Probleme. Nichtsdestotrotz hat das Land eigentlich eine gute und planbare Voraussetzung für das ganze Uran-Mining geschaffen und ist da auch sehr pro Abbau. Liegt auch natürlich daran, dass 25% des Bruttoinlandsprodukts Namibias vom Rohstoffabbau kommt. Uran macht dann jetzt 10% des Bruttoinlandsprodukts aus. Also ist natürlich ein wichtiger Standort, ein wichtiger Produktionsfaktor für Namibia, weshalb sie natürlich dann da auch ein Auge drauf haben. Die erste Uranmine nahm 1976 ihre Produktion auf, das ist diese Rössing-Mine, damals von Rio Tinto gebaut. Und sie fördert immer noch, ne? 45 Jahre später ist immer noch Erz da und sie bauen immer noch Uran ab. Heute fördern zwei Minen und zwei weitere sind in Care and Maintenance. Das habe ich euch gerade eben schon gezeigt. Und es gibt mehrere Development-Projekte in verschiedenen Entwicklungsphasen, die in den nächsten Jahren in Produktion gehen könnten. Insbesondere wenn jetzt der Uranmarkt weiterhin sich positiv entwickelt, wird es auch für die interessant, bei den relativ hohen All-in-Sustaining-Costs dann trotzdem in Produktion zu gehen. Auch wird nach neuen Explorationsvorkommen natürlich gesucht, also nach neuen Vorkommen exploriert. So rum. Jetzt habe ich noch eine kleine Grafik mitgebracht von den Top 10 der größten Uranminen im Jahr 2020. Und dann sehen wir hier, Cameco mit ihrem Cigar Lake war die größte, zumindest in 2019, deutlich größte in 2020 mit ihren Covid-Problemen natürlich nicht mehr so hoch. Und die zweite ist schon dieses Husab in Namibia und auch an Platz 7 kommt die Rössing-Mine, die zweite Mine in Namibia. Also zu den Minen. Rössing, habe ich gerade schon gesagt, ist eine Open-Pit-Mine, hat noch 52 Millionen Pfund Reserve und einen Durchschnittsgrad von 0,033 Uran im Gestein. Also für das, dass sie schon 45 Jahre produziert und immer noch 52 Millionen Pfund Reserve hat, das ist eine ordentliche Mine. Der wird derzeit von CNNC
betrieben. Das ist ein Chinese. Die haben die vor 3, 4 Jahren komplett gekauft von Rio Tinto. Die zweite Mine ist diese Husab-Mine. Die wird von CGN, also vom China, von auch so einem chinesischen Unternehmen, betrieben. Auch Open Pit, und die hat noch 405 Millionen Pfund Reserve. Also die hat auch noch einen Minenleben von ja, weiteren 40, 50 Jahren wohl vor sich. Hier ist das Uran im Gestein ein Ticken höher. Die nächste ist Lange Heinrich. Die ist von Paladin Energy, zumindest zu 75% gehört es Paladin Energy. Die war in Produktion bis 2018, ist auch Open Pit, hat 84 Millionen Pfund Reserve noch und zu 0,042% Uran. Die ist 2018 ja, in Care and Maintenance gegangen, weil natürlich die Uranpreise zu niedrig waren. Deswegen haben sie aufgehört zu produzieren. Die vierte ist die Trekkopje-Mine. Die wird von Orano betrieben. Orano war früher mal Areva, also sind die Franzosen. Auch dort ein Open-Pit-Verfahren, also Tagebau. 57 Millionen Pfund Reserve zu 0,015% Uran, also ziemlich ja, geringe Grade, also müssen sie wirklich viele Tonnen bewegen, um das Uran dann aus dem Boden zu holen. Die hatten nur ganz kurz im Jahr, glaube ich, 2014 oder 15 mal für, oder 14 mal für 2 Jahre kurz produziert und sind dann relativ schnell wieder offline gegangen, ja, weil es sich einfach bei diesen geringen Graden einfach auch nicht rentiert hat. Jetzt hier nochmal ganz kurz, woher. Ja, wie viel produziert wird tatsächlich? Und dann sehen wir hier, dass im Jahr 2020 Rössing 2111 Tonnen Uran und Husab 3302 Tonnen Uran produziert hat. Also insgesamt 5413 Tonnen Uran wurde produziert. In Pfund sind es dann mal 2,2, also ca. 12 Millionen Pfund, die produziert werden bei 100, ja, 120 Millionen Pfund Jahresproduktion in 2020, da sind wir genau bei diesen 10%. Gut, nächster Schritt wird sein, ich wollte euch was über die Uranminen erzählen. Dazu nochmal anfangs kurz meine Watchlist, die ich so ein bisschen pflege. Ihr könnt ja mal das letzte Video von Uranvideo hatte ich da mal ein bisschen, bin ich da ein bisschen drauf eingegangen. Wenn wir jetzt hier hingehen und sagen, Hauptliegenschaften, zeigt mir mal alle in Namibia. Und dann kommen wir auf insgesamt 5, die ich in meiner Watchlist habe. Nämlich Paladin Energy, relativ groß mit 1,5 Milliarden Marktkapitalisierung. Bannerman, Deep Yellow, Forces und dieses Elevate Uranium. Paladin, ein Produzent bzw. ein Produzent, der seine Minen in Halde hat. Dann drei tatsächliche Developer, also die haben alle schon ein relativ weit fortgeschrittenes Projekt, und Elevate Uranium hat bereits eine Ressource, aber ist eigentlich ein Explorationsunternehmen. Genau, und jetzt wollte ich euch anfangen und euch zeigen, was über Paladin Energy erzählen. Wir sehen schon beim ersten Bild, ja, die haben schon ganz schön viel Infrastruktur, weil natürlich die Mine ja auch schon weit über 10 Jahre produziert hat. Ja, das muss natürlich instand gehalten werden, kostet natürlich ein bisschen, auch ein bisschen Geld. Nichtsdestotrotz können die, glaube ich, in 6 bis 8 Monaten hochfahren. Preislich irgendwas 80 Millionen Dollar oder so müssten sie investieren, dass sie da wieder in Produktion gehen können. Wo hat Paladin Energy so seine Liegenschaften? Also Hauptliegenschaft ist hier diese Lange Heinrich Mine in Namibia. Dann haben sie in Australien einige Projekte, relativ advanced Exploration Projekte in Sachen Uran. Und auch in Kanada suchen sie nach Uran, hier aber hinten in Quebec und nicht im Athabasca Basin. Dann, ja, hier sieht man so mal ein Bild, wie so diese Lange Heinrich-Mine aussieht. Also man sieht ganz klar, dass das ja, Wüste ist ringsherum. Und dann dort die Open Pit, diese Tageminen, wo dann immer wieder ja, das Gestein aus dem Boden geholt wird. Von der Lage her sind wir hier, wie gesagt, in diesem Etongo-Bezirk,
relativ nah an der Pazifikküste. Walfish Bay ist so ein etwas größerer Ort dort in der Ecke. Genau, und seit 76 produzieren sie eine Strong Community, also sie sind stark mit der Community dort ja, verbunden, was immer gut ist für Minen und für die Produzenten dort. Wenn natürlich die Leute dort vor Ort sich mit diesen ganzen Projekten identifizieren, weil es doch einen gewissen ja, Impact auf das Leben dort hat, auch auf die Natur natürlich, wie eigentlich der ganze Rohstoffabbau. Die sagen selber von sich, dass sie einen sehr gutes Projekt haben mit ihrer Langenheinrich-Mine, haben bereits 43 Millionen Pfund abgebaut. CNNC ist der zweite Partner, der 25% dieser Mine hält. Also die, die auch die Rössing-Mine betreiben, haben sich mit 25% bei Paladin eingekauft. Wollen Sie die Mine wieder in Produktion bringen, brauchen Sie 81 Millionen Pfund. Die Kosten wären dann bei 27,40 Euro, aber nur die Produktionskosten, wenn wir da jetzt die auf die All-in-Sustaining-Cost gehen, werden wahrscheinlich so, ich denke, die 40 Dollar knacken. Sie möchten irgendwann mal im Peak, also in der Spitze, 6 Millionen Pfund produzieren, was ein Minenleben insgesamt von 17 Millionen hätte. Genau. Dann noch zum Thema Explorationspotenzial. Da sieht man, dass sie neben ihrer Mine noch, also ihrer Langenheinrich-Mine, noch andere Explorationsziele haben oder ja, Projekte haben. Die haben bereits auch verschiedene ziemlich viel Pfund Uran im Boden. Sind aber auch erst fortgeschritten und sind noch nicht so weit, dass sie in Produktion kommen in der nächsten Zeit. Ja, so viel zu Paladin Energy, also ein Produzent, der relativ schnell wieder in Produktion gehen kann, weil er sich gerade seine ja, Reserven ein bisschen schont. Deswegen auch die Bewertung natürlich relativ hoch, aber mit 6 bis 7 Millionen Pfund Uran im Jahr, die sie produzieren, ist natürlich wäre natürlich ein ordentlicher Batzen bei ja, 125 Millionen, die derzeit produziert werden, sind das mal 6-7% Jahresproduktion, die sie hätten. Zweites Unternehmen, auf das ich eingehen will, ist Bannerman Energy. Ja, da sieht man jetzt ihr Projekt in Namibia, das Etango-Projekt. Wenn wir dann ein bisschen auf die Daten von Bannerman eingehen. Also ihr Kursverlauf in den letzten Jahren hat natürlich deutlich angezogen, aber der ganze Uranmarkt hat ja angezogen. Sie haben noch 12,5 Millionen australische Dollar in der ja, Cash an der Hand. Und wichtig ist, der Chief Executive Officer, also der CEO Brandon Munro, ist ein sehr, ja, sehr fähiger Mann, ist auch in vielen Gremien. Auch in Namibia sitzt er in vielen Gremien und hat dort tatsächlich auch einen guten Einfluss und ist in der Uranförderbranche ein bekannter Name. Ihr Etango 8-Projekt befindet sich eher im westlichen Bereich dieser Uranliegenschaften. Wir sehen hier Rössing und Husab, auch hier die Langenheinrich Mine von Paladin, also wir sind hier dann Richtung Westen, Richtung Küste, wo sie ihr Projekt haben. Ursprünglich hatten sie das Etango-Projekt umfasste 207 Millionen Pfund, die sie gefunden haben, und die wollten sie einfach anfangs eigentlich ja, komplett direkt bauen, die Mine über die komplette Fläche. Bis sie gemerkt haben, dass die Kosten einfach zu hoch sind. Deswegen sind sie hingegangen und haben nur einen Teil davon jetzt in der ersten Machbarkeit ja, vorangetrieben, dass sie nur 60 Millionen abbauen, aber die dann deutlich günstiger halt die Vorabkosten wären und sie nach und nach das ganze Projekt dann erweitern. Das sieht man dann auch hier. Das ist jetzt dieses Etango 8, die Open Pit Gestaltung.
Und wenn sie dann tatsächlich mal alles abbauen würden, also ihre 207 Millionen Pfund, dann würde dieses Open Pit ja deutlich umfangreicher werden. Also damit können sie ein bisschen Kosten einsparen, zumindest am Anfang, und haben dann nicht diese Riesenhürde am Anfang. Also ihre Mine Life für dieses die kleinere Projekt wären allein 15 Jahre bei 3,5 Millionen Pfund, die sie im Jahr etwa abbauen wollen. Genau, zu Kosten, Cash. Kosten von 39 Pfund. Also da merken wir, ist es relativ teuer, dort abzubauen, denn die All-in-Sustaining-Costs sind ja dann nochmal deutlich höher. Also die brauchen definitiv einen höheren Uranpreis, dass sie in Produktion gehen können. Aber davon gehen sie aus und gehen wir ja auch von aus, dass der Uranpreis steigt. Das heißt, da wird ihre große Ressource wird natürlich dann auch deutlich mehr wert. Das Schöne bei Bannerman ist, dass sie auch so ein bisschen so einen Zeitplan angeben, wann sie denn vorhaben, in Produktion zu gehen. Und das ist jetzt auf Quartalsebene. Das heißt, sie machen hier gerade eine definitive Machbarkeitsstudie. Die soll jetzt vom 30. September ging es hier los. Also jetzt sind wir schon hier im Januar, also schon im zweiten Feld. Also in den nächsten 3 Monaten, in den nächsten Dreivierteljahr soll diese definitive Machbarkeitsstudie herauskommen. Und dann werden sie sich ums Finanzierung, die Finanzierung kümmern und im Mitte 2023 mit der Produktion, der Konstruktion dieser ganzen Mine beginnen, sollte es natürlich dann das Okay geben, dass sie die Finanzierung stemmen können und dann die Konstruktion starten können. Also, und sie wollen dann ihre Produktion bzw. das Ramp-up, also der Start der Produktion, soll dann Mitte 2025 sein. Und das finde ich interessant, dass man schon weiß, in welcher Größenordnung es wohl dauern wird, bis die Mine in Produktion geht. Ist für mich als Anleger oder für uns als Anleger natürlich auch cool, dass man dann, ja, wenn man überlegen, dass 2025 vielleicht der Uranpreis schon mal deutlich höher ist, dann und sie dann aber tatsächlich abbauen zu dem hohen Uranpreis, ist natürlich für uns, also für mich, ich find's spannend. Weiteres Unternehmen ist Deep Yellow. Sie sagen von sich selbst, dass sie auch ein großer Produzent werden wollen in den nächsten Jahren. Und zwar 5 bis 10 Millionen Pfund im Jahr würden sie gerne abbauen. Ihr Projekt, das Tumas-Projekt, ist wirklich sehr gut für namibische Verhältnisse. Also ein ziemlich hohe Grades und relativ günstige Abbaukosten. Ich glaube, die sind so bei 30 bis 35 Pfund, Dollar pro Pfund. Dazu haben sie ein wirklich starkes Management, denn ihr CEO, der hat die Langeheinrich-Mine damals mitgebaut, also als CEO damals von Paladin, und ist dann jetzt vor 10 Jahren oder so zu Deep Yellow gegangen, beziehungsweise hat Deep Yellow aus dem ja, gegründet. John Borshop heißt dieser Herr. Dazu sind sie eigentlich interessiert, noch zuzukaufen. Sie hatten, ich glaube, Wyme vor einem halben Jahr ein Übernahmeangebot gemacht, nur das wurde abgelehnt. Wenn wir uns ein bisschen die Daten der Firma anschauen, sehen wir die letzten 12 Monate, die Performance ging nach oben, aber in 2021 ging ja der gesamte Uranmarkt nach oben. Dann sieht man hier, dass das Board und das Management über 10% der Aktien halten. Das ist ein gutes Zeichen, wenn das Management selbst von der Firma überzeugt ist. Genau, und das ist John Borshop, der hier CEO ist. Die Location in Namibia ist eher südwestlich der derzeit großen Minen. Also hier oben haben wir wieder die Rössing-Mine, die Husab-Mine, auch Langerheinrich, und es ist im Südwesten. Etango, was wir gerade hatten bei Bannerman, ist ja nördlich von ihrem Projekt. Genau, und ihr Tumas-Projekt hat ziemlich viele Ähnlichkeiten zu diesem Langerheinrich-Projekt oder dieser Langerheinrich-Mine von Paladin, und da kommt dieser John Borshop auch her. Das heißt, er hat ziemlich viel Erfahrung von dem, was sie hier geologisch sieht und dann auch, wie man die ganze Mine baut. Das ist auch so mit der Grund, warum ich in dieses Unternehmen investiert habe, weil einfach, wenn man weiß, dass die Leute das bereits schon mal gemacht haben, gebaut haben, sowas, da ist die Chance hoch, dass es wieder klappen wird. Also ihre
Daten sind, ja, 20 Jahre Mine Life, Cash Cost 27, All-in Sustaining Costs 31 US-Dollar. Sie denken, dass Sie in 3,8 Jahren die Kosten wieder drin haben, die dieses Projekt braucht. Und ich weiß nicht, also ich kann es nicht herauslesen, wann tatsächlich Baubeginn wäre und wie lange es dann dauern würde. Aber ich bin auch sicher, dass mit dem Preis, steigenden Uranpreisen auch Sie jetzt ja, sich Gedanken machen, wann Sie den Startschuss geben, um dieses Projekt umzusetzen. Dazu haben Sie jetzt noch weitere Explorations Ziele in Ihrer Pipeline, dieses Omahola Basement Projekt und das Barking Gecko Basement Target, wo Sie ja, nach weiterem Uran suchen. So viel zu Deep Yellow. Ich finde es ein ganz interessantes Unternehmen, insbesondere weil John Bishop so ein, ja, ein großer Name im Uran-Business ist und auch ihr Thomas-Projekt wirklich sehr gute Zahlen hat. Deswegen bin ich da auch investiert. Nächstes Unternehmen, das ich euch vorstellen möchte, kurz vorstellen möchte, ist Forces Metals. Die haben ebenfalls das NORASA-Projekt, ein Fully Permitted Feasibility Stage Uranium Project. Also die haben die kompletten Unterlagen, dass sie da auch den Startschuss geben können, das zu produzieren. Sie Ja, sagen von sich selber, dass sie jetzt ein neues, starkes Management- und Executive-Team haben. Das heißt, da hat sich das Management ausgetauscht, auch wahrscheinlich, um weg von Exploration zu kommen, hin zu Development und Produktion. Das wäre natürlich der richtige Schritt, wenn man jetzt zeitnah in Produktion gehen möchte. Ihr NORASA-Flaggschiff-Projekt hat auch ganz gute Rahmenbedingungen. Also 91 Millionen Pfund sollen abgebaut werden. Dazu gibt es noch aber mehr, die schon vorhanden sind. Die Infrastruktur ist ziemlich nahe mit den Minen von Rössing und Husab ganz in der Nähe. Also Infrastruktur ist dann auch schon gegeben. Die durchschnittlichen Abbaukosten, also die OPEX, sind bei 34. Da müssen wir, auf die All-in Sustaining Costs zu kommen, dann natürlich noch ein bisschen was drauflegen. Also in den 40ern werden sie trotzdem so sein. Aber auch der Uranpreis macht ja eigentlich die richtigen Bewegungen in die richtige Richtung. Ihre definitive Machbarkeitsstudie ist schon heraus. Dort sieht man auch, wie diese zwei Open-Pit-Minen aussehen sollen. Ihre ökonomischen Daten sind auch ganz gut. Sie sagen hier 4,4 Jahre brauchen Sie, um die Anfangskosten wieder einzuspielen. Ein Net Present Value von 622 Millionen, der rauskommen soll. Und Sie wollen oder würden, wenn Sie die Produktion beginnen, die sechstgrößte Uranmine der Welt werden mit 5,3 Millionen Pfund, die sie abbauen können. Zum Thema Kapitalstruktur. Insider nur 2%, also nicht so viel, die Insider haben. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass sich das Management ja geändert hat. Dann sind noch nicht so viel, ist noch nicht so viel ja, Insider Käufe gewesen, höchstwahrscheinlich, aber auch diese ganzen Incentives und so, die meistens auch oder teilweise auch auf Aktienbasis sind natürlich noch nicht so viel geflossen. Dafür 60% oder fast 60% institutionelle Anleger ist natürlich sehr gut, wenn wir jetzt eine Mine bauen wollen. Cash 12,5 Millionen ist natürlich relativ wenig. Wenn es jetzt also dazu kommt, dass sie die Mine bauen wollen, müssen wir definitiv nochmal Geld in die Hand nehmen, beziehungsweise Geld vom Markt sich besorgen. Aber Forces Metals hat sich ja, im Jahr 2021, wenn man das sieht, von 20 Cent auf über einen Dollar ist gestiegen. Also da ist schon einiges passiert. Also 500% hat das Unternehmen bereits gemacht. Da merkt man, dass dieses Re-Rating hin zu einem möglichen Produzenten schon ziemlich gespielt wurde. Letzte Firma, Elevate Uranium, sind eigentlich ein Explorationsunternehmen, sagen sie auch selber von sich, dass sie viel explorieren wollen, auch gerne weitere Sachen zukaufen wollen, haben aber schon eine erste Ressource, also 61 Millionen Pfund,
die sie schon gefunden haben. Das heißt, sind eigentlich ein Explorationsunternehmen, das bereits eine Ressource hat, die es dann vorangetrieben werden soll, aber jetzt noch nicht primär, sondern primär wollen sie eigentlich explorieren. Die Kapitalstruktur, Cash 6,1 Millionen, ich glaube australische Dollar, also richtig viel Cash haben sie nicht mehr, werden jetzt wahrscheinlich noch 2022 gut durchkommen mit ihrem Explorationsprogramm, da müssen sie aber wahrscheinlich wieder an den Kapitalmarkt haben. Ihre Top 20 Shareholder machen 46% der ganzen Aktien aus, also auch da ziemlich viel institutionelle Anleger schon mit an Bord. Sie sprechen von einem Experienced Board und Management. Ich kenne jetzt von den Namen her keinen. Wie die letztes Jahr der Aktienpreis ist, sieht man, dass es auch gut nach oben ging, aber es hat auch die letzten Monate wieder ordentlich korrigiert. Aber es ist ja typisch für Explorer, die stark nach oben gehen, aber auch noch stark zurückkommen, falls sich das der ganze Uranmarkt wieder abschwächt. Das ist halt typisch Explorer, also kleine Unternehmen. Hier sieht man ihre Projekte, auch wieder hier diese Rössingmine, Husab-Mine, Langer Heinrich. Das heißt, sie haben ein Explorationsgebiet im südlichen Teil und aber auch im nördlichen. Und dieses Marensia ist ihr Flaggschiff, wo sie ihre Ressource schon bereits drauf haben. Das ist nördlich des Ganzen. Also hier ist diese Trekopje-Mine von Urano und da nördlich davon ist ihre Liegenschaft. Das ist Marensia, ein ISIA-Projekt, wo sie diese 61 Millionen Pfund Ressource haben. Dazu haben sie noch Projekte in Australien, das ist auch eine australische Firma. Auch da haben sie deutlich auch schon Projekte mit Ressourcen. Inwieweit sie die vorantreiben, liegt immer ein bisschen am Geld, wie viel Geld denn da ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann sowas hier genau wie in Joint Ventures dann irgendwann mal ausgegliedert wird, dass andere Unternehmen dann solche Projekte vorantreiben und sie sich auf ein, zwei Projekte spezialisieren. Ich denke, dass das Projekt in Namibia schon auch Priorität hat. Gut, so viel dazu. Dann möchte ich nochmal zurückkommen auf meine Präsentation, nochmal ein kurzes Fazit geben von dem, was wir jetzt in den letzten Minuten erzählt hatten. Und zwar, Namibia ist ein minenfreundliches Land mit einer stabilen politischen Lage und ganz klar pro Kernkraft, was es natürlich dann auch vereinfacht, um irgendwelche Projekte vorantreiben zu können. Sie haben bereits 45 Jahre eine produzierende Mine, nämlich die Rössingmine und somit auch die dazugehörige Infrastruktur. Es gibt einen stetig wachsenden chinesischen Fußabdruck. Wie wir gesehen haben, die zwei produzierenden Minen sind eigentlich beide von chinesischer Seite derzeit betrieben. Das hat sich aber auch erst in den letzten Jahren so ergeben. Also da hat sich China ordentlich eingekauft in Namibia. Sie haben mit Palatine Energy einen Produzenten, der seine Mine auf Halde hat. Die haben wir uns gerade angeschaut. Mit Bannerman, Deep Yellow und Forces eigentlich drei potenzielle neue Produzenten, die in ihren Development-Projekten relativ weit fortgeschritten bereits sind. Und mit Elevate einen Explorer, der bereits nachgewiesene Ressourcen hat. Dazu kommt die moderate Bewertung, insbesondere der aussichtsreichen Developer in Namibia. Das hatte ich ja in meiner Watchlist, die ich aufgestellt hatte, ja schon festgestellt und letztes Video schon erzählt, dass insbesondere zu den kanadischen Developern die Developer in Namibia nicht wirklich günstig bewertet sind. Also alle um die 1 Dollar pro Pfund Uran im Boden. Dazu sehe ich Übernahmefantasien, insbesondere in Namibia. Wir sehen, dass China einen immer größeren Fußabdruck in Namibia hat, in den letzten Jahren schon die großen Minen übernommen hat und ich kann mir gut vorstellen, dass sie immer weiter noch Teile der anderen Unternehmen versuchen aufzukaufen. Das treibt natürlich den Preis, ist gut für uns Anleger,
wenn da Geld in den Markt oder in diese Region drückt. Das war's dann auch schon fürs heutige Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis dahin. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch, lasst einen Kommentar da, abonniert, teilt den Kanal, auch bei Facebook und Twitter folgen. Und zu meiner Verteidigung will ich sagen, es ist jetzt keine Anlageberatung. Ich bin in Paladin, in Bannerman und in Diebello selber investiert. Es ist eine Idee, in was man investieren kann. Ich wollte euch die Unternehmen so mal kurz vorstellen. Also, falls ihr da auch selber investieren wollt, macht euch selber Gedanken, tut selber nochmal euch die Informationen zusammentragen und entscheidet dann selber. Wir könnten natürlich auch in die zwei Chinesen da investieren. Es sind beides Riesenunternehmen, auch nicht nur Uran, teilweise auch andere Rohstoffe mit drin. Dann dazu chinesische Firmen, wo ich nicht weiß, wie gut die handelbar sind und so weiter. Dann auch dieses politische Risiko dort. Deswegen bin ich da nicht drin. Wäre aber definitiv eine Möglichkeit, auch dort. Aber wen das interessiert, sollte sich damit dann auch ein bisschen selber eigenständig damit auseinandersetzen. Ja, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen bis hierhin. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dorthin bleibt mir gewogen. Ciao.